Sie war Deutschlands prominenteste Nobelprostituierte. Und dann verabschiedet sich Trixi Hübschmann von ihrer Identität, erkennt ihr wahres Ich und lebt von nun an als Mann und wird von Beruf Bestatter. Es ist eine wirklich außergewöhnliche Lebensgeschichte. Also ich bin Trixi Hübschmann. Ich war Berlins bekannteste Prostituierte und lebe nun als non-binärer Typ, also ich sage immer mit schwerer Schlagseite ins Männliche. Das heißt, Trix fühlt sich keinem Geschlecht wirklich zugehörig. Der 51-Jährige hat noch immer seinen weiblichen Körper. Früher nannte er sich Trixi und war Prostituierte aus Leidenschaft. Ich war 10 Jahre in diesem Job und habe wirklich alles in dieser Branche mitgenommen. Von den geringsten Sexkinos, wirklich so billigste Kaschemmen, bis in die Präsidentensuite des Adlon, wo der Gorbatschow und der Michael Jackson in dem Bett geschlafen haben. Da habe ich mein Geld verdient. Als Beweis möchte ich hier anbringen, dass ich das Fenster geöffnet habe. Man kann nicht klopfen auf das Fenster, das wurde ja wie, also Glas, ne? Klong, 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 sondern dort Panzerglas. So dickes, 10 cm dickes Panzerglas in dieser Suite. Dabei war Trix nicht immer die Femme Fatale, die er als Hure verkörpert hat. Als 13-Jähriger kommt er durchaus schon mal als Junge rüber. Ich habe alles an mir unterdrückt, was männlich hochkeimen wollte. Ich habe jeden Tag 2 Stunden für diese Transition gebraucht, um in diese Rolle der Hure Trixi zu schlüpfen. Spitze Finger, diese typischen Beine aufeinander, dieses, ne, so. Das Lächeln habe ich geübt. Doch dieses Leben, in dem sie sich damals ständig verstellt hat und vorgab, jemand anderes zu sein, das ging irgendwann nicht mehr für die dreifache Mutter. Sie verliebt sich in eine andere Frau. Kennst du dieses Märchen Heinrich, der Wagen bricht? Nein, das sind diese Herzringe. Diese Eisen, die um mein Herz gewesen sind, alle sind aufgeknallt, sämtliche Schlösser. Buff, 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 buff. Dieses ganze verbarrikadierte Ich ist aufgegangen. Und ich war von dieser Sekunde an noch nie so verliebt in meinem Leben wie in diesem Moment. Trix öffnet sich und erlebt Sexualität auf einmal ganz anders. Und ich habe zum ersten Mal als Mann geliebt. Weil man gleich bin. Wenn gleich bin, gleich wieder da. Er steigt aus dem Job aus, damals noch als Frau, und verkauft Käse. Er kommt sogar 2016 ins Sat.1 Frühstücksfernsehen. Jetzt ist es ein sehr, sehr gut florierendes Geschäft. Wir sind mitten im Durchbruch. Doch mittlerweile lebt Trix als sehr lebensfroher Mann. Er teilt bei TikTok Videos und hat sich als Bestatter für unkonventionelle Beerdigungen einen Namen gemacht. Eine Familie, der er mit seiner Art sehr geholfen hat, ist die Familie von Ben. Im letzten August ist Ben innerhalb von 3 Tagen an Corona gestorben. Ich erlebe ja nicht diesen Verlust um Benjamin, wie die Familie den erlebt. Aber ich nehme Anteil, also ich kann mitempfinden oder mit Anteil nehmen. Und deshalb weinen wir dann quasi zusammen. Den Schmerz, den eine Familie in so einer Ausnahmesituation erlebt, kann Trix nicht nehmen. Also einfach auch zu wissen, dass mein Sohn seinen Vater niemals kennenlernen wird und sich auch nicht hat. Also er hat ihn ja kennengelernt, aber er wird sich einfach nicht dran erinnern. Ist einfach fürchterlich. Bens Beerdigung war eine Party, bei der seine Musik gespielt wurde, sein geliebtes Bier getrunken und neben vielen Tränen auch gelacht werden konnte. Also das war schon eine absolute Birne, also das war richtig gut, also das hat mir eine Menge gebracht. Trix geht es nicht mehr ums Geld verdienen. Das hat er alles schon gehabt. Der 51-Jährige will anderen helfen und sich weiter selbst finden. Als ich mal drüber nachgedacht habe, dass ich ja doch ganz schöne Sprünge mache, erst Prostituierte, dann Käseverkäufer und jetzt Bestatter, ist mir aufgefallen, dass es alles das gleiche Prinzip ist. Mein ganzes Leben
habe ich niemals ein Produkt, sondern immer nur ein Gefühl verkauft. Damals beim Sex, beim Käse und jetzt beim Bestatten. Trix Hübschmann, ein unglaubliches Leben und eine ganz inspirierende Lebensenergie.